Boah! Und damit Gumo. Heute geht es seit Ewigkeiten mal wieder um Steffen Oswald, weil der Junge wird jetzt einfach von der Staatsanwaltschaft verfolgt und ich musste dort sogar als Zeuge hin. Es geht um den wilden Fight zwischen Manuelsen und Bösemann und ein anderer Fitness-Influencer stürzt es gerade gewaltig ab. Wilde Woche gewesen, aber jetzt heißt erstmal, wie immer, let go. Ich vergesse es immer mit dem Finger. The thing goes. Kommen wir aber erstmal zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Steuerbot. Aber was ist es überhaupt? Steuerbot ist, sehr einfach formuliert, eine App, mit der du dir dein Geld vom Staat wieder zurückholen kannst. Weil wir zahlen ja alle Steuern jedes Jahr. Und in sehr, sehr, sehr vielen Fällen haben wir eben den Anspruch, dass wir von den Steuern, die wir zahlen, uns halt wieder was zurückholen können. Und zwar im Durchschnitt sogar über 1000 Euro. Und mit Steuerbot geht es halt eben todeseasy und auch ziemlich schnell. Also es dauert im Durchschnitt halt wirklich nur 20 Minuten. Und jetzt wird sich der eine oder andere bestimmt denken, jo, das Programm muss ja mies teuer sein. Nö. Nö. Weil wenn du unter 100 Euro Steuern zurückbekommst, zahlst du erstmal gar nichts. Und wenn du über 100 Euro zurückbekommst, dann wird es automatisch mit dem Geld verrechnet, was du ja eh vom Staat zurückbekommst. Ey, ich kann einfach nur jedem empfehlen, das zu tun. Ist halt für die allermeisten free money für euch. Dazu gibt es übrigens noch einen Code, weil mit dem Code TITE bekommt ihr, wenn ihr über 100 Euro erstattet bekommt, sogar damit nochmal 10 Euro weiter erstattet. Deswegen klickt auf jeden Fall auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder scannt diesen QR-Code hier ein. Und ja, holt euch euer Geld zurück, ne? Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, ne? Weil es gibt keine Lose-Situation. Und jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Und scan oder erster Link Videobeschreibung, ne? Machen. Top. Freunde, es gibt Neuigkeiten im Fall Steffen Oswald. Die meisten von euch werden wahrscheinlich noch wissen, wer das ist. Falls ihr nicht mehr wisst, wer Steffen Oswald ist, das war der Bre hier. Bro, Alter, kipp doch nicht um. Herzinfarkt, Alter. Ja, geil, ganze Erde auf dem Boden. Falls ihr nicht mehr wisst, wer Steffen Oswald ist, das war der Bre hier. Du meintest gerade, es gibt keine wirklichen Lesben. Mhm. Also es ist auch bei Männern so, dass halt es keine homosexuellen Männer gibt. Ja. Der halt wirklich sehr, sehr kranke Weltansichten verbreitet. Und wer mir halt sagt so, yo, das ist halt kompletter Bullshit, du laberst, werden einen auch gerne mal wieder bedroht. In Kreuzberg hält mir die auf die Fresse hauen für die Nummer. Punkt. Also an die Leute, die das Video hier nicht gesehen haben. Er hat wirklich sehr viele schlimme Dinge gesagt und auch mutmaßlich getan. Weshalb ihn halt sehr, sehr viele Leute nach meinem Video angezeigt haben, was er sogar in einem eigenen Video selber sagt. Also Tim, du hast ja auch regelrecht dazu aufgerufen in deinem Video, in deinen Videos, dass man mich anzeigen möge. Ja, das ist dann auch im großen Maße passiert. Und daraufhin, also nach den ganzen Anzeigen gegen ihn, wurde halt eben von der Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Was die da wie, wo genau gemacht haben, weswegen sie gegen ihn ermittelt haben, weiß ich natürlich auch nicht. Das durften die mir halt nicht sagen, ne? Aber vor 3 Monaten ist dann halt eben ein Video online gekommen, wo er selber meinte, dass halt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen ihn eingestellt haben sollen. Das Ergebnis der Staatsanwaltschaft. Hier ist der Brief, euer Aufgebot des mutmaßlichen Sexualstraftäters. Sehr geehrter Herr Oswald, das gegen Sie eingeleitete Ermittlungsverfahren habe ich gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt. Und das habe ich ja damals in meinem Video gegen ihn auch schon vermutet, dass es halt eben keine richtigen Beweise gegen ihn gibt, sondern einfach nur Zeugenaussagen von potenziellen Opfern von ihm. Und da ist natürlich dann eben der Staatsanwaltschaft die Hände gebunden, weil wenn es halt keine richtigen Beweise gegen ihn gibt, ja, können sie halt auch nichts machen und sind halt eben gezwungen, das Verfahren halt eben einzustellen. Das Schöne an der Sache ist jetzt aber, okay, eigentlich ist das überhaupt nichts Schönes, Steffen hat ja so viel Scheiße in meinem Video erzählt, dass nach meinem Video ein weiteres Verfahren wegen einem komplett anderen Grund gegen ihn aufgemacht wurde. Und meine aufmerksamen Instagram-Follower haben in letzter Zeit vielleicht das ein oder andere Mal dieses Wappen hier in meiner Story gesehen. Das ist ein Brief von der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise ich habe ihn halt rausgeholt, wo halt Folgendes drinsteht. Vorladung, sehr geehrter Herr Jacken, in der Ermittlungssache gegen Steffen Oswald wegen Volksverhetzung in 00:00 unbekannt, am Mittwoch, 29.06.2022, ist Ihre Vernehmung als Zeuge erforderlich. Dieser Vorladung für Sie liegt in Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde. Sie werden daher gebeten, am Donnerstag, 20. April 2023, 9 Uhr, da penne ich noch, bei der Dienststelle Kriminalinspektionsstaatsschutz, Kriminalkommissar 2, bababab, bibobob, vorzusprechen.
was so viel bedeutet wie, dass Steffen Oswald wegen meinem Video jetzt einfach wegen Volksverhetzung angeklagt wird. Zu Recht auch, by the way, ne? Also das muss man auch mal kurz festhalten. Kurze Nebenstory übrigens dazu. Als ich diesen Brief bekam, war ich übrigens im Urlaub. Und wenn ich 2 Tage länger im Urlaub gewesen wäre, wäre es sehr, sehr teuer für mich gewesen, weil in dem Brief steht unter anderem auch noch drin, in sehr klein geschrieben übrigens, Hinweis für Zeugen. Zeugen sind verpflichtet, auf Ladung der Polizei zu erscheinen und zur Sache auszusagen, wenn der Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Ein ordnungsgemäß geladener Zeuge, der nicht erscheint, werden die durch das Ausbleiben verursachten Kosten auferlegt. Zugleich wird gegen ihn durch die Staatsanwaltschaft ein Ordnungsgeld und für den Fall, dass dieser nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft festgesetzt. Auch eine zwangsweise Vorführung ist durch Anordnung der Staatsanwaltschaft möglich. Was einfach so viel bedeutet, wenn du nicht kommst, wirst du krass abgecasht und wenn du nicht zahlen kannst, musst du in den Knast. Ab in den Knast. Wildes System auf jeden Fall. Aber ich war ja da und worum ging es jetzt? Im Grunde hatten sie einfach nur ein paar Fragen zu Steffen Oswald, weil sie halt eben bei der Recherche zu ihm auf mein Video gestoßen sind. Der Dude von der Staatsanwaltschaft, nennen wir ihn doch mal Kevin, Kevin meinte auf jeden Fall, dass er selten etwas so Verstörendes gesehen hat, wie die Aussagen von dem Dude in meinem Video. Also ja wirklich, der Dude war wirklich dann für sein Leben. Also der war wirklich so, was tue ich hier? Mit was befasse ich mich hier? Das war schon funny zu sehen. Insbesondere haben sie sich halt eben für einen Take von Steffen Oswald interessiert. Und zwar den Take, dass Juden für den Holocaust selber verantwortlich wären. Also den Take hier. Ich habe irgendwas von Judenkarma und sowas gelesen, da wusste ich nicht, was in welchem Kommentar. Das waren. Also jeder Mensch macht schon mal sein eigenes Karma. Ja. Klar. Und dann gibt es kollektive Strukturen. Ja, und allen, denen das passiert ist, denen Schreckliches widerfahren ist, sind selbst dafür verantwortlich. Also die Karma-Lehre legt die Selbstverantwortung nahe. Aber was, also um jetzt zum Begriff dieses Judenkarma zurückzukommen, was war dann, also die haben ja da nichts falsch gemacht. Das weiß ich nicht. Da sterben 6 Millionen unschuldige Menschen. Super viele Kinder, die in ihrer Lebenszeit noch nicht einmal was angestellt haben können. Und dieser droppt einfach, ja, die sind halt selber schuld. Und damals hat Rezo sich schon die Frage gestellt, lieber Herr Solmecke, ist das Volksverhetzung? Ja, und genau das klärt die Staatsanwaltschaft gerade. Und so wie ich das nach dem Gespräch halt eben einschätzen kann, wollen die Steffen halt nicht nur eben für diesen Punkt belangen, sondern ich glaube auch noch für ein paar weitere, die sie mir aber eben nicht nennen durften. Was sie ihm aber sagen durften, ist, dass die Akten von Steffen Oswald, der wirklich schon durchs ganze Land ging, und er meinte, dass in einigen Regionen halt die Akten von Steffen oder zu Steffen Oswald sich halt wirklich bis zur Decke stapeln. Also die haben ja, glaube ich, schon einiges gesammelt über den Dude. Und deswegen gehe ich jetzt mal aus, dass Volksverhetzung jetzt nicht der einzige Anklagepunkt ist, gegen den gerade so ermittelt wird. Bei der Befragung wurde ich auf jeden Fall komplett zu Steffen Oswald ausgefragt. Eine Aussage hat sich auch nicht mit seiner Aussage gedeckt. Ich darf jetzt nicht sagen, welche. Und was ich sehr, sehr weird fand, ist, dass die Staatsanwaltschaft einfach wusste, wo das Video gedreht wurde und wann das gedreht wurde. Die Informationen hatten die aber nicht von Steffen Oswald, weil der hat nämlich da einfach behauptet. Woher die Staatsanwaltschaft also jetzt wusste, wann ich wo gedreht habe, also wo ich gedreht habe, könnte ich mir noch über Mietverträge oder Registereinträge, dies, das, noch irgendwie erklären, so, ne? Aber dass die genau wussten, wann, das weiß ich bis heute nicht. Woher das wissen, finde ich auf jeden Fall sass, dass sie das wussten. Ja, und das ist gerade der aktuelle Stand zu Steffen Oswald. Steffen meint zwar in seinen Videos, dass er da drüben halt wirklich so richtig untouchable ist, dass ihm nichts passieren kann. Aber ich muss sagen, ich bin mir da gar nicht so sicher. I mean, der Junge ist vorgestraft und die ermitteln halt sehr, sehr, sehr viel gegen ihn. Und ich glaube, irgendeine Strafe wird schon dabei rumspringen. Ob es jetzt einfach nur ein Ordnungsgeld ist oder sogar wirklich Knast, ne? I mean, er ist vorgestraft, dann sind die Strafen immer ein bisschen härter. Werden wir dann halt sehen, ne? Dementsprechend, falls ihr nicht verpassen wollt, was da jetzt noch passiert, wie das ganze Ding ausgeht, abonniert gerne rein. Und ja, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert rein, verpasst ihr nichts. Und ja, abschließend lässt sich aber nur noch Folgendes sagen. Und damit weiter mit dem Video. Der ehemalige Fitness-YouTuber und Firmenchef von unter anderem Rocker Nutrition, Julian Zitlow, dreht gerade komplett durch. Mann, warum finde ich das heute so lustig? Ich bin irgendwie ein bisschen zu gut drauf. Aber erstmal ein, zwei Schritte zurück, war das passiert. Julian ist ein ehemaliger Fitness-YouTuber, der halt sehr, sehr reich mit seiner Marke Rocker Nutrition geworden ist. Also, I mean, laut Business Insider haben die halt in 6 Jahren 22 Millionen Euro Umsatz gemacht. Klar, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, dies, das, ne, wissen wir alle. Aber die Marge bei so Fitness-Sachen
die ist schon not bad. Ne, das wissen wir alle. Dazu war er verheiratet, hat 2 Kinder. Aber, so wie Julian selber schildert, war er nie so richtig glücklich. Und deswegen hat er sich halt eben entschlossen, sein altes Leben so ein bisschen zurückzulassen und nach Thailand zu gehen und fette spirituelle Drogentrips durchzuführen. Dann kam halt erstmal so eine ganze Weile nicht auf seinem Social Media Account. Und dann eine ganze Menge. Begonnen hat es halt eben damit, dass er halt seinen Followern auf seiner spirituellen Reise, ja, die so ein bisschen mitgenommen hat, sag ich jetzt mal. Also er hat andauernd und überall halt wirklich den Spruch Follow your highest excitement gepostet. Und das scheint halt wirklich jetzt so das neue Lebensmotto von ihm geworden zu sein. Aber woher kommt dieser Satz und was hat es mit dem Alien-Emoji auf sich? Und jetzt kurz zuhören, weil wird ein bisschen komplizierter. Beides sind Anspielungen auf diesen Mann hier, und zwar Daryl Anker, welcher halt behauptet, dass er von dem Alien Basha, welches in der Zukunft lebt, ferngesteuert wird. In seinem eigenen Namen hat Daryl dann halt eben eine eigene Sekte gegründet, wo halt Leute das Alien Basha Fragen stellen können, weil Basha kommt nämlich von einer erdenalternativen Welt, welches halt in der Zukunft lebt, und dementsprechend kann er halt auf alle alltäglichen Fragen des Lebens eine Antwort geben. The sun is real. Okay. And is really there, because it's a star. However, at the same time, since you now are beginning to understand that physical reality is a simulation, I suppose you could say the sun is a simulation too. Also alles sehr trippy da drüben auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall auch einige Drug-Spieler, dazu kommen wir gleich. Aber an sich kann ja erstmal jeder glauben, an was er selber möchte, ne? Einer seiner Hauptlehren ist, by the way, auch übrigens das hier. So if you always act on the thing that contains the most excitement at every given moment to the best of your ability with zero expectation as to what the outcome ought to be, you will be walking the optimal path no matter how it looks. Und ja, eigentlich hört sich das hier ganz chillig an. Man soll einfach nur das machen, auf das man Bock hat. Und ganz ehrlich, wenn Leben so funktionieren würde, wäre ja schon eigentlich ganz geil. Julian redet übrigens seit seiner spirituellen Reise auch sehr offen darüber, welche Drogen alle nimmt. Also er sagt zum Beispiel, dass er Emma nimmt, dass er Ayahuasca nimmt und was auch immer der Mann sich halt eben hier reingezogen hat. Mit seinem Konsum ist er übrigens auch gleichzeitig sein Selbstbewusstsein gewachsen, weil er schreibt in einem Posting, dass er selber Gott ist. Dazu hat er jetzt übrigens noch einen Podcast angekündigt, der einfach For Junkies heißt. Passt eigentlich ganz gut. Wo sie unter anderem über solche Themen hier reden. Okay, who had really in his life Chlamydia? Never. What the f***? Seine ehemalige Firma Rocker Nutrition hat sich übrigens komplett von ihm distanziert und hat sich auch gesagt, jo, wir distanzieren uns auch von jeglichen Drogenkonsum. Ja, auch chillig, dass die Firma, die du selber gegründet hast, sich von dir distanziert. Also, ja, wird mehr stinken. Und auch seine Ex-Frau hat sich zu ihm geäußert. Und das, wie ich finde, in einem sehr, sehr, sehr guten Statement. Also ich habe selten ein so gutes Statement gesehen wie das von ihr. Erst jetzt erstmal wieder Hallo, und mir geht es nicht schlecht. Ich möchte dazu zu der ganzen Situation auch wenig sagen, weil ich bin dankbar für so viele, wahnsinnig viele tausende Nachrichten und unter den Posting-Kommentaren, aber ihr braucht kein Mitleid haben. Aber ich werde trotzdem auch an die Presse und an alle, die ein Statement wollen, kein Statement abgeben. Er bleibt und ist der Vater meiner Kinder, und ich möchte meinen Kindern eine öffentliche Schlammschlacht auf gar keinen Fall antun. Und deswegen wird es von mir auch weiter dazu nichts geben. Und dass sie da so die Fassung behält, ist wirklich sehr, sehr krass. Vor allem nachdem Julian halt eben solche Videos hier postet. Bro, ist sie mal nicht auf, Alter. Und ganz ehrlich, vielleicht kommt jetzt sogar ein kleiner Hot-Take von mir an der Stelle, aber ich bin da sogar ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht. Julian hat ja nämlich vorher angedeutet, dass er nicht wirklich happy in seinem Leben war. Dass er halt, ja, einfach nicht erfüllt ist. Und ganz ehrlich, wenn ihn halt irgendwelche trippy Sex-Reisen mit ganz vielen Drugs und sowas in Thailand erfüllen, dann würde ich sagen, go for it. Ist halt sein eigener Körper, ist sein eigenes Leben, ne? Er kann ja machen, was er möchte, solange er natürlich niemandem schadet. Aber mit diesem Lebensstil schadet er halt eben Leuten. Und zwar, er hat ja halt 2 Kinder. Und dementsprechend bin ich halt auch zwiegespalten. Einerseits sage ich halt so, jo, mach dein Ding, was dich glücklich macht, dies, das, ne? Aber wenn du halt eben 2 Kinder hast, dann bist du in der Verantwortung, diese Kinder halt auch gut großzuziehen. Selbst wenn es mit der Frau nicht klappt. Okay, passiert. Dennoch muss man als Vater, finde ich, da sein. Und einfach zu sagen, nee, ich gehe irgendwelche Trips ein halbes Jahr in Thailand und mache bei irgendwelchen Orgeln mit, nicht so geil. Plus, er postet auch alles dazu ins Internet. Bedeutet, wenn die Kinder irgendwann mal in die Schule gehen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie alt die sind, aber wenn die so 8, 9, 10 Jahre alt sind spätestens, ne, haben ja alle mittlerweile ein Smartphone. Und als ob dann die Mitschüler sich rausfinden, was der Vater alles gepostet hat. Dementsprechend, ja, das ist es, glaube ich, nicht. Eine gute Sache gibt es aber noch, die soll Julian euch aber einfach mal selber erzählen. So, Freunde, ich habe hervorragende Nachrichten für euch. Ja, darauf habt ihr alle gewartet. Ihr habt den Bescheid.
Ihr habt kein AIDS. Was nach Pangan definitiv keine sichere Sache war. Ja, GG, Digga. Wirklich. GG, Julian. Ey, wie es jetzt mit Julian weitergeht, keine Ahnung. Ich glaube, der wird einfach weiter sein Stuff posten. Und alle gucken zu, weil es ist irgendwie wirklich wie so ein Unfall. Man will nicht hingucken, aber man kann auch nicht weggucken. Dazu, Freunde, kleine Lehre noch an euch. Auch wenn ihr auf irgendwelchen spirituellen Reisen seid, benutzt bitte Kondome. Also, I mean, auch wenn ihr spirituelle Leuchte seid, könnt ihr immer noch AIDS bekommen. Und das ist dann nicht so geil. Dementsprechend benutzt Kondome. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. So. Ach, ich lerne es auch einfach nie, Alter. Kurzes, kleines, funny Thema noch zum Abschluss des Videos. Und zwar, ihr kennt ja alle Manuelsen. Falls nicht, das ist er hier. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Auf jeden Fall hatte Manuelsen jetzt einen Kampf gegen den Rapper Bösemann. Falls ihr Bösemann nicht kennt, kannte ich vorher auch nicht. Der hatte letztes Jahr auch schon einen Kampf gegen Sinan G, der sogar gar nicht so bad war. Also die beiden haben sich auf jeden Fall gut verkloppt. Sinan hat dann letztendlich durch ein technisches K.O. gewonnen. Auf jeden Fall war Manuelsen halt eben, so wie Manuelsen kennt, sehr provozierend vor dem Kampf gegen Bösemann gegen ihn. Er hat auf jeden Fall, ja, gut Ansage gemacht, wie krass er ihn wegklatschen wird. Also hier sind mal ganz kurz ein, zwei Takes von Manuelsen gegen Bösemann. Ich zeig dir, Bruder! Ich zeig dir, Bruder! Bösemann, komm raus! Komm, schieß, komm! Komm, ich zeig dir! Komm, ich zeig dir! Komm, ich zeig dir! Ich bin eine Tötungsmaschine. Bring mich im Irak. Lass mich jetzt in den Irak raus. Ich schwöre, lass mich im Irak raus, Bruder. Oder sonst in irgendein Kriegsgebiet, Bruder. So, ich bin eine Tötungsmaschine, Bruder. Ich bin eine Maschine. Also wirklich auf jeden Fall wilde Ansagen, ne? Aber wie sah der Kampf jetzt letzten Endes aus? Naja, so hier. Jetzt ist er angeschlagen. Oh! Und Manuelsen geht zu Boden. Nicht zu fassen. Also Manuelsen wurde einfach mies weggeklatscht von jemandem, der irgendwie gefühlt einen Meter kürzer war und 100 Kilo leichter. Was man aber wenigstens fairerweise sagen muss, ist, dass Manuelsen seine Niederlage, auch wenn er ein, zwei Mal noch ein bisschen hergeschwankt ist, letzten Endes doch angenommen hat und gesagt, yo, Bösemann hat fair und halal gewonnen. Jetzt gerade, wo ich nochmal nachgeguckt habe bei Manuelsen, sehe ich, dass er irgendwie sein komplettes Instagram-Profil noch deaktiviert hat. Also, I don't know, was da jetzt abgeht. Aber ich muss auch sagen, so tief im Deutschrap-Sumpf bin ich jetzt auch nicht drin, dass ich jetzt weiß, warum jetzt sein Instagram deaktiviert ist, dies, das. Ja, in dieses Rabbit Hole möchte ich mich, glaube ich, gar nicht reinbegeben. Aber was man sagen muss, die Memes waren sehr lustig. Ja, Manuelsen. Von stabiler Rapper zu stabile Seitenlage. Ey, ist so ein kleines Mini-Funny-Thema, ist jetzt nichts krass Berichtenswertes so, ne? Aber ich dachte, ist funny, kann man darüber berichten. Und jetzt geht's wieder weiter mit dem Video. So, das war's schon wieder mit der Woche für diese Woche, meine Freunde. Like gerne rein, falls euch die Folge gefallen hat. Sub gerne rein für mehr YouTube-Trash-Content. Natürlich für hochjournalistischen guten Content, der wertvoll ist für die Gesellschaft. Ey, dazu habt einfach ein nice Wochenende, genießt euer Leben und ja, haut rein, habt ein schönes Leben. Ciao.